Hallo, ich bin Jo und heute gebe ich euch wieder den Im Jahre 1912 kam einiges zustande in der Filmwelt. Wie zum Beispiel die Erbauung des Glashauses in Neubadelsberg. Es ist das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt. Cool, oder? Da will ich unbedingt mal hin. Irgendwann. Irgendwann. Da hat übrigens auch Alfred Hitchcock seinen ersten Film gedreht. Er sagte mal, alles, was ich über das Filmmachen wissen muss, habe ich in Babelsberg gelernt. Aber Hitchcock war ja erst so 4 und 25 da. Im Filmjahr 1912, das wir ja heute behandeln, da wurde der Totentanz dort gedreht als erstes. Und das war ein ziemlich großes Ding und ist auch heute noch bekannt. Aber nicht mehr erhalten. Übrigens, dieser Film wurde dann mit einem Verbot belegt, wegen anrüchiger Bilder, wegen einem sinnlichen Tanz. Ein Verbot bekamen damals sehr viele Filme durch die Polizei. Die haben da gesagt, in unserer Stadt dürfen das Jugendliche zum Beispiel nicht sehen. Am 8. Juni ist es dann soweit, der Filmproduzent Karl Lemne, der gründet die Universal Film Manufacturing Company, heute bekannt als Universal Studios oder Universal Pictures. Zufälligerweise wurde da auch noch die Famous Player Film Company gegründet, aus der dann später Paramount Pictures hervorging. Ziemliche Firmengrundsteine. Dazu kam die erste Serie raus, wenn man so möchte, mit 12 Episoden. What Happened to Mary? Von Allison. Der wieder. In dem Jahr gab es aber nicht nur schöne Momente für den Film, sondern auch herausfordernde. Am 14. April sank die RMS Titanic. Einen Monat später gab es schon die erste Verfilmung zu diesem Thema namens Saved from the Titanic. Die Filmkunst beschäftigt sich mit dem, was das Volk beschäftigt, die Gesellschaft. Das finde ich eben das Schöne an der Filmkunst. Sie bietet den Menschen die Möglichkeit, sich mit allen Facetten von Gefühlen und Situationen zu befassen. Auch mit den traurigen. Ja. Nun wollen wir uns mal einem bestimmten Film aus diesem Jahr widmen. Denn ich hätte da einen auf Lager, der wurde damals schon zum Longseller. Dieser Film hieß oder heißt Das Mirakel. Wieder mal die Leute. Ich nehme mal wieder mein Blatt zur Hand. Regie führte nämlich Max Reinhardt, der hat auch die Produktion gleich übernommen. Dann hat eigentlich Josef Männchen mit Regie geführt, oder Josef Männchen. Aber wegen Differenzen hat er sich dann ablösen lassen von Michel Carré. Das Drehbuch stammt von Karl Vollmöller, Josef Männchen und Michel Carré. Der war damals schon beim Drehbuchverfassen dabei. Die Vorlage bildet ein Bühnenstück von Karl Gustav Vollmöller. Ist nicht derselbe, der beim Drehbuch mit dabei war, der Karl Vollmöller. Soweit ich gesucht habe, habe ich auch keine Verwandtschaft zwischen denen gefunden. Das ist einfach Zufall. Anscheinend. Ist ein deutscher Film, also deutsch-österreichisch. Es wurde in Deutschland und in Österreich gedreht. An auswärtigen Lokalitäten, auf Burgen und so. Ziemlich cool. Das ist eher noch neu. Das hat man noch nicht so gemacht bis dahin. Der Film hat eigentlich eine Laufzeit von 80 Minuten, wurde dann aber gekürzt auf 70 Minuten und mancherorts steht sogar, es wäre eine 30-Minuten-Sache. Stimmt aber nicht. Ich habe eine längere Version gefunden. Und dieser Film war verschollen. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges war der weg. Aber er wurde 2011 im französischen Filmarchiv wiedergefunden. Aber deswegen ist es halt so, dass wenn ich euch nachher das Video zeige, eine Zusammenfassung, das ist echt nicht so das tollste Filmmaterial. Ich bin froh, habe ich überhaupt was gefunden. Nur so, dass ich schon mal gesagt habe. Der Cast ist ziemlich vorhanden. Maria Carmi als Madonna, Florence Winston als McGillis und Douglas Payne als Ritter. Und noch viele, viele mehr. Da halten wir uns jetzt nicht zu sehr mit auf. Gut, ich würde mal sagen, angucken. Ich setze mich und mache Platz. Okay. In einem alten Kloster gibt es eine Madonnenstatue mit Jesuskind, die dafür berühmt ist, Wunder zu vollbringen. Deswegen pilgern viele Leute zu ihr hin.
In diesem Kloster, in diesem Konvent, gibt es eine junge Nonne namens Megildis und sie hat eine ganz besondere Beziehung zu dieser Statue. Sie wird auch auserwählt von der Sakristanin zu ihrer Nachfolgerin. Mit Schlüsselübergabe, Schlüssel zur Kathedrale. Eine Sakristanin ist übrigens das gleiche wie ein Sigrist oder ein Messner. Ist sowas wie Sekretär, Logistiker, Organisator für die Kirche. Es kommen nun ein paar Bilder mit den Pilgern, verschiedene Pilger, inklusive Bischof und Kardinal. Es kommen wirklich alle, aber halt auch die Kranken. Der Lahme, der kann dann plötzlich vor der Marienstatue wieder gehen. Oh Wunder! Megildis pflückt Blumen aus dem Klostergarten, um den Altar zu Füßen der Madonna, der Maria, zu schmücken. Dann gibt es noch eine kurze Tanzsession mit den Kindern, die da reinkommen. Ist halt eine offene Kirche, ne? Allerdings kommt dann ein strahlender Ritter daher. Und obwohl ihm die anderen Nonnen die Türe vor der Nase zuschlagen, kann Megildis nicht so wirklich der Versuchung widerstehen. Sie fleht und bittet um Beistand von der Marienstatue und wird richtig verzweifelt, was sie tun soll, nimmt der Statue auch das Kind aus dem Arm, warum auch immer, und das verschwindet. Das ist wohl auch ein Zeichen für Megildis, selbst zu verschwinden. Mit dem Ritter. Ist ihr gerade noch befördert worden und dann einfach mal abhauen mit einem Typen, den sie gerade mal kennengelernt hat. Die mitfühlende Marienstatue, die wird lebendig, denn sie möchte den Platz von Megildis einnehmen, damit niemand merkt, dass sie durchgebrannt ist. Sie zieht sich die Nonnenkluft an, die Megildis da liegen lassen hat, und geht einfach Megildis Arbeit nach. Megildis Abenteuer, nett umschrieben. Am Feensee tanzen die Elfen. Dummerweise werden die gestört vom Ritter und Megildis, wenn das mal kein Pech bringt. Sie werden nämlich wenig später von Banditen überfallen. Megildis kann zwar noch kurz abhauen, wird aber dann doch geschnappt. Und dann fleht sie um ihr Leben und das des Ritters und dafür soll sie dann tanzen. Oh, wie die sich da benehmen, die begrabbeln und begrabbeln die arme Megildis. Der Banditenführer begrabt sie noch viel heftiger. Und nimmt sie dann mit. Der Ritter überlebt das nicht. Megildis soll, wie die anderen Frauen auch, die Leute unterhalten, die Gäste des Banditen. Darunter befindet sich auch der Sohn des Königs. Megildis tanzt also, was soll sie denn auch anderes tun? Und der Königssohn verliebt sich in Megildis. Er möchte sie haben, also würfeln sie um sie. Und er gewinnt sie. Der Prinz nimmt sie also mit nach Haus und macht einen riesen Trara um sie und bedrängt sie auch. Der König kriegt das mit, also der Papa, und findet das gar nicht gut. Also schmeißt er seinen Sohn raus. Der Sohn lässt das nicht auf sich sitzen und stürmt die Burg. Er geht auf den Papa los, aber der Vater bringt ihn nieder und tötet ihn. Der Vater ist völlig verzweifelt, dass er seinen eigenen Sohn getötet hat. Er kann es nicht fassen, denkt, er sei unter einem Zauber oder was gestanden und beschuldigt Megildis der Hexerei. Also wird sie zum Tode durch Köpfen verurteilt. Aber das Volk hat was dagegen. Die finden das ungerecht, die finden das nicht gut und deswegen retten sie sie. Megildis, verachtet und elend als Mutter eines unehelichen Kindes, macht sich auf den Weg zurück zu ihrem Kloster. Auf dem Weg bekommt sie noch all ihre Opfer gezeigt. Ja, wenn das fair ist, es waren übrigens alles nur, in diesem Film, alles nur Männer ohne Selbstbeherrschung. Da ist sie schuld? Weiter. Gerade als sie ankommt, hat die Megildis Maria anscheinend das gerochen und sich wieder zum Statuenplatz hinbegeben und verwandelt sich also zurück. Megildis kommt rein, freut sich natürlich erstmal ihre geliebte Statue wiederzusehen und zieht ihre Nonnenkluft wieder an. Das Ganze spielt sich übrigens an Heiligabend ab. Ist vielleicht noch so ein wichtiger kleiner Punkt für das nächste, was passiert, denn Megildis hebt ihr Kind wieder auf und in einem göttlichen Delirium oder was legt sie das Kind der Statue in die Arme. Dieses Kind verwandelt sich dann in das Jesus-Kind-Statuen-Teil. Die Nonnen kommen dann rein und freuen sich, dass ihre Statue wieder da ist und alles ist wieder gut und Megildis ist in Sicherheit und alles ist wieder paletti. Allerdings könnte man sagen, bis auf die Zeit, die vergangen ist, ist alles wieder beim Alten. Nonne,
Statue mit Kind. Ist ein bisschen wie bei Indy. Aber ja, wollen wir trotzdem mal drüber reden? Okay. Was ich jetzt nicht erwähnt habe bei dieser Zusammenfassung, ist dieser kleine komische Typ, der da die ganze Zeit mit rumwuselt und immer dabei ist, wenn irgendwas Schlechtes passiert. Das ist, so wird es beschrieben, ein böser Geist. Es wird nicht von Teufel gesprochen, halt einfach von, ich weiß nicht, so das Teufelchen auf der Schulter wahrscheinlich. Weniger böse als verstörend ist der nächste Punkt, den ich gefunden habe. Die Darstellerin der Maria, der Madonna, ich meine der heiligen Jungfrau, Maria Carmi, die war ja verheiratet mit dem Karl Gustav Vollmöller, also mit dem, der die Vorlage geschrieben hat, das Bühnenstück. Aber sie war auch zwischenzeitlich noch mit einem anderen Typen auch verheiratet, also bigamistisch unterwegs. Die hat eine Doppelehe geführt. Wie ist denn das gelaufen? Wollen wir die fragen, ob die nicht mitspielen will? Sie hat sicher viel zu tun, aber... Entschuldigung. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ich find's seltsam und eben ein bisschen verstörend. Die Musik? Ja, der Film hat eine eigene Musik. Und seine Musik wurde damals live von Orchester und Chor gespielt, während des Films. Das war ein richtiger Event, das wurde ziemlich groß aufgezogen, dieses Mirakel. Und man muss auch sagen, man hat es immer wieder aufgeführt, als Film, als auch als Bühnenstück. Als auch als Bühnenstück. Anscheinend brauchten das die Leute. Und gerade während der Kriegszeiten wurde der Film, als auch das Bühnenstück, öfters wieder gezeigt. Die Leute brauchten wohl diese Darstellung von, auch wenn du durch die tiefste Scheiße wartest, irgendwo hast auch du einen Platz, wo du sicher bist. Irgendwann wirst du glücklich sein, zufrieden sein und in Sicherheit. Den religiösen Aspekt kann man mit einbeziehen oder auch nicht. Ich glaube, das Grundgefühl ist bei jedem so. Da bin ich mir sicher. Der Film Das Mirakel ist ein Klassiker. Wurde damals hochgelobt, wurde in einem Großraumstudio und auswärts gedreht, wurde pompös eingerichtet, hat auch für damals schon eine Menge gekostet. Ist gut, haben wir den überhaupt noch wieder. Ich verstehe nicht, wie man so einen Film einfach so wegschmeißen kann, wenn da so viel Arbeit drin steckt, so viel Herzblut, so viel Freude. Aber nein, mach schmeiß den mal weg. Ah, hier im Archiv. Ah, plötzlich. Ah, okay, haben wir wieder. Ich sammle diese Filme und ich werde sie bewahren. So, jetzt sind wir aber fertig hier mit dem Jahr 1912. Ne? Wir sehen uns nächste Woche vielleicht zum Jahr 1913. Mal gucken, was uns das bringt. Wenn ihr allerdings jetzt noch mehr sehen möchtet zum Leben erweckten Dingen, ich habe euch da was. Den Link dazu findet ihr unten wie immer in den Infos. Jetzt kann ich euch sagen, ich wünsche euch was und bye bye.